Und hier, folge dem Pfad. Um den Ort zu erreichen, an dem das Tor zum Madamanten mit der Statue geöffnet werden kann, müssen wir einfach dem Pfad folgen. Hi. Okay, dann kommen Harpien und hauen einfach meine Leute um. Okay. Alles klar. Candidus. Sanya. Mein Atem geht ruhig. Yandra Aikara. Und Brand wegmachen. Heilung. Quicksave. Ich frage mich nur, bis wohin? Eigentlich nicht sehr weit, weil da oben ist der Hort. Bis da hoch müssten wir eigentlich nicht. Bin mal gespannt, ob nochmal eine Schar Harpien kommt. Nein, hier knurrt nur irgendwas. Auf jeden Fall was. Ach nee, das war mein Bär. Okay, da sind noch einmal Harpien. Ah, was ich machen werde. Was wenigstens immer etwas hilft. Selber Armatur zu sprechen. Mein bei meiner Axt. Ja, gar kein. Alles klar. Arvatus. Okay, selbst der Armatrotz hilft nicht so gut. So, noch eine. Das dürfte allerdings noch... Oh doch, das reicht genau für einmal Gewandtheit für Vorgrim. Ja. Den Wundbrand wegmachen. Okay. Halt, hier muss es irgendwo sein. Ich glaube, wir müssen hier nach links. Haltet nach einer auffälligen Stelle an der Felswand Ausschau. Hier habt ihr schon mal die Dings. Statuette. Seid vorsichtig damit, damit sie nicht zerbricht. Danke, was genau muss ich damit tun, wenn ich die Stelle an der Felswand gefunden habe? Ich
denke, ihr müsst sie einfach dort platzieren. Das sollte eigentlich ausreichen. Gut, dann begeben wir uns mal auf die Suche. Folge dem Pfad. Verschwinde. Wir haben die Stelle erreicht. Rakom hat mir die Statuette gegeben. Jetzt muss ich nur noch die genaue Stelle finden. Es muss hier irgendwo sein. Der auffällige Echsenmensch, da wird's ja wohl wahrscheinlich sein. Exische Statuette. Diese feingearbeitete Statuette stellt einen Echsenmenschen dar. Gut. Geheimnisvolle Höhle. An der Mündung des Rakula in dem großen Fluss liegt die... Achso, das ist Hintergrundwissen. Es hat tatsächlich geklappt. Wir sind in der Höhle. Ich würde sagen, wir sind in einer Höhle. Habt ihr irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass es tatsächlich um die Höhle mit dem Madamanten... Dass es sich tatsächlich um die Höhle mit dem Madamanten handelt? Könnt ihr daran nur zweifeln? Es muss einfach so sein. Was sagt ihr dazu, Erzmagus? Wie? Ja, ich denke schon, dass wir den richtigen Dings, Ort erreicht haben. Na gut, dann sollten wir uns hier mal umsehen. Damit werdet ihr wohl noch etwas warten müssen. Ja, Feinia hintergeht uns. Das kam jetzt nun unerwartet. Allerdings, scheint es, ob Frenja uns auf diese Weise ausschalten wollte. Vielleicht befürchtet sie, dass wir können den Madamanten für uns beanspruchen. Ja, durchaus möglich. Für sie als Schwester der Mada ist der Stein natürlich von allergrößter Wichtigkeit. Aber genug der Spekulationen. Wir sollten ihr folgen. Ihr habt recht, Erzmagus. Wir haben keine Zeit dann zu verlieren. Dann geht voran. Ich schließe mich euch an. Okay. Und ja, Arakorium hat 100 astrale Energie. Was schon recht viel ist. Und er benutzt auch Armatrutz. Amöben. Er hat die Amöben eingeladen. Vor allem so viele Tiefenamöben. Nee. Da müssen wir uns wieder alle auf einen konzentrieren. Und schon stinken wir. Candidus. Okay, erst die Amöben, die sowieso die noch frei rumlaufen können. Okay, so viel dazu. Die hat sich freigeglitscht. Okay, gegen Rakoriums feinigen Gestank können wir nichts machen. Lass das mal Vorgrim machen. Ich versuche mein Bestes. So, eine ist es noch. Und ja, ich sollte die Dinger plündern eigentlich. Lass das mal Vorgrim machen. Sprich, Freund. Folgt mir. Genau, deswegen nämlich. Die haben große Heiltränke meistens dabei. Oder Diamantschleifsteine und Zaubertränke.
Gerade wegen den großen Heiltränken ist das supi. Und natürlich wegen den Zaubertränken. Ein Zwerg, ein Wort. Verraten. Kaum haben wir die Höhle betreten, als Frenja auch schon ein Zauber auf uns gewirkt hat, der uns außer Gefecht gesetzt hat. Es scheint, als ob sie den Madamanten doch für sich haben will. Wir sollten ihr sofort folgen. Okay, da geht's in noch einen Teil der Höhle. Gut, vielleicht werden wir in der Aufnahmesession doch nicht fertig. Weil ich dachte, es kommt eine kleine Höhle mit einem Endkampf oder so. Oh. Teleporter. Oh, Giftpilze. Kommen noch mehr Giftpilze? Ja, so wie es aussieht. Sind aber meine Würfel verdammt schlecht. Okay, nächste Pilzfallen. Ja, nächste Pilzfallen, die ich nicht entdecke. Also laufen wir einfach rein. Warum nicht? Sprich, Freund. Feya Tara Dra. Mein Atem geht ruh, Mandaya Yoai Banda. Ai, Yandra Aikara. Gut, haut's mich jetzt gleich um. Ja. Müssen wir warten, bis ich wieder aufgestanden bin. So, und mich heilen. Alles klar. Candidus. Ja. Und noch mehr Giftpilze. Ich glaub's nicht. Mandaya Yoai Banda. Sektion. Mein Atem geht rum. Yandra Aikara. Candidus. Und ja, die sind teilweise einfach nicht knackbar, weil erschwert um 20, mein Wallenentschärfen ist auf 18. Kann ich nicht höher machen. Ah, das wird noch spaßiger. Thorax. Ich meine, die machen eigentlich den Talentwert unnütz damit. Ja. Mandaya Yoai Banda. Folgt mir.
Arquatus. Feia Tara Dra. Weil das ist einfach jetzt gerade nur Luck. Ein schlechter Wurf. Also hauptsächlich Fingerfertigkeit, würde ich sagen. Nee, Intuition.